Hallihallo und herzlich willkommen bei Lumber Island, that special place. Ich bin der Baume, wir sind live auf Twitch. Oh, genau rechtzeitig kommt das Hallo YouTube reingeschneit, wie schön. 20 Dosen, Lusti hat zu viel zu saufen zu Hause. Liebe YouTuber, fahrt bei Lusti vorbei, klaut ihm sein Bier, er wäre sehr erfreut darüber. Nee, wir sind, wie gesagt, live auf Twitch. Es gibt Dinge, hier passieren Dinge. Ich muss aufpassen. Ich habe Würstchen dabei, wer will? Hier, ein Stück abbeißen, jetzt schnell, schnell, geht gleich los. Wir fangen gleich an. Zu spät, tut mir leid, zu spät. Treff gut, ja, ich fange ja schon an. Lumber Island, ein Horrorspiel. Mal gucken, ob das gruselig ist. Mach mal Vollbild. Und jetzt mache ich wieder kein Vollbild. Jetzt mache ich wieder Vollbild. Ich sehe schon mal ein Boot von unten. Das heißt wahrscheinlich, wir sind ertrunken. Wer war denn das? Hallo Fuchs. Dankeschön. Dankeschön fürs Horstchen. Und jetzt, pscht, Leute, pscht. Wird gerade spannend. Entschuldigung. Hä, bin ich unter Wasser? Ach nee, wir sind an der Küste. Okay, es geht los. Oh Gott, die Maus ist schon mal viel zu unsensibel. Kann ich das manuell lösen, das Problem? Sieht ganz gut aus. Wir sind aber auch relativ langsam. Vielleicht sollte ich es lieber mit Controller spielen. Ich muss kurz entmisten hier. Dreamforge. Nee, Quatsch. Deanforge. Nein! Es geht nicht mit Controller. Man kann sich nicht umschauen mit Controller. Das ist traurig. Schade. Schade. Ich höre Baume atmen. Tut mir leid, Lisa. Irgendwann lerne ich mal, das Atmen sein zu lassen. Lumber Island, that special place. Was mache ich hier überhaupt, sagen wir mal so? Ich meine, ich bin hier mit dem Boot angekommen und so. Suche ich jemanden? Also irgendwie, ich vermisse gerade ein bisschen Story. Hey, click to use. Ich benutze dich. Was? Ach, ich habe ein... Die Flamme ist merkwürdig. Hi, Teddy. Guck mal, was ich kann. Ich kann über Feuer laufen. Ich bin dein neuer Herrscher. Du musst mir jetzt gehorchen. Komm mit. Schade, Teddy will nicht mitkommen. Was bist du? Wäh? Sorry, I could not wait for you any longer here. As the nights are getting colder, so I took the flare gun to the windmill. Was? See you at home. Love, Helen. Helen war hier, hat sie nicht ausgehalten, weil es kalt wurde, also brachte sie die flare gun zur Windmühle. Und dann wird's wärmer? Helen, du bist verwirrt. Helen, ich werde einen Arzt suchen gehen für dich. Ich denke, das wird dir helfen. Wie packe ich denn das Feuerzeug jetzt wieder weg? So richtig geil ist das irgendwie nicht. Hallo? Das war's. Kein Bock mehr auf das Spiel. Ich springe! Man kann nicht springen. Ich habe auch keine Beine. Wahrscheinlich kann ich deshalb nicht springen. Ich bin eigentlich nur ein schwebendes Zippo, das sich durch die Nacht kämpft, auf der Suche nach Helen und ihrer Flare Gun. Baume Mimi? Baum hat sich verlaufen. Geddit, was hast denn du für ein Vieh in deinem Zimmer, vor dem du dich erschreckst? Und sind wir mal ehrlich, so gruselig bin ich nicht. Was ist denn hier hinten los? Und diese typische Gamer-Logik immer. Da führt ein Weg geradeaus, also geh erstmal nach rechts, find einen Teddy. Und dann gehe ich erstmal nach links und find irgendwelche komischen Stelzenhäuser, die meiner Meinung nach mit einer Brücke verbunden sein müssten. Bin ich hier an der Eisenküste? Ich weiß es nicht. Kann ich sprinten? Ja, kann ich. Ich bin ein fliegendes, sprintendes Feuerzeug. Was bist du für ein Baum? Lisa, dankeschön fürs Hörstchen. Boah, ist die Musik laut in dem Spiel. Findet ihr das Hintergrundgedröhne ein wenig zu laut? Ich frage euch mal im Chat.
Wenn das zu laut ist, sagt mal bitte was. Baume, du bist albern und beinlos. Danke, Ivi. Danke. Gerne doch. Ich kann das Zippern nicht mehr ausmachen. Ich finde das doof. Ich will möglichst nicht im Dunkeln gesehen werden von Dingen, die da vielleicht auf mich lauern. Ich bin so ein Stadtkind und ich bin auch ein Kind der Nacht und ich laufe eigentlich gerne ohne Taschenlampe durch dunkle Straßen. Da ist man in der Regel sehr viel sicherer. Hallo? Du bist aber nicht die Windmühle, ne? Ist hier draußen vielleicht... Kann ich hier rein? Doorhandle. Oh, vielleicht sollte ich mal mit... Hallo? Hallo? So, ein Riesenhaus, ja? Und dann ist hier nur ein Zimmer drin? Also wer auch immer das gebaut hat, war ganz schön... Ja. Großzügig. Was? Hold to move. Oh. Ah, das wird mir aber nicht mal angezeigt, dass ich das bewegen kann. Das ist ja... Hui. Dich nehmen wir mit. Du kommst mit. Flieg. Oh, fucking hell, da ist ein... Mach doch das Feuerzeug mal aus. Da war wer, wer? Wer war da? Ich hoffe, er hat das Kissen genommen und nimmt damit Vorliebe. Was war denn das? Da habe ich mich jetzt schon erschrocken. Cool bleiben. The News Hill. 13. Juli 99. Ist das das Jetzt-Jahr oder liegt das schon so lange hier rum? Ist zu laut, Baume. Lusti sagt, es ist zu laut, die Hintergrundmusik. Baume hat bestimmt keine Hosen an. Stimmt, Xeno. Ich habe ein Kilt an. Baume, da Händler. Baume, schrei nicht so. Ja, okay, gut. Ich habe mich erschrocken. Tut mir leid. Back in the 70s, this island was known as the Lumber Island. It abounded in rare wood species of the highest quality, which were sought for by the craftsmen from all over the world. Many of them took trips to the island in person to pick the best material. The island thrived on private manufactures and tourism. Thrived? Ich wette, es gibt auch ein einfacheres, gebräuchlicheres englisches Wort, um zu beschreiben, was dieses hier tut. Was heißt denn das? Es thrived. Es tut mir leid, ich finde das immer furchtbar. Sorry, aber das war auch schon bei jetzt traue ich mich nicht mehr raus, weil da der Holzfäller rumläuft. Kann ja auch sein, dass es ein netter Holzfäller ist, ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. Psst. Aber vorher gucke ich mal, ob ich die Musik ein bisschen leiser kriege. Nein, nein, kriege ich nicht. Hallo, lieber Holzfachverarbeitungsmann. Ich hätte schwören können, hier war eine Silhouette. Ich hätte schwören können, hier war eine. Ja, hier war ja auch da. Hallo, ich habe ja keine Hallos. Ich bin noch total in Ordnung. Geistig. Ivi. Der war gut. Holla, holla, die Waldfee. Wo ist er denn hin? Sag mal, einer. To thrive, aufblühen soll das heißen. Ach so, Wohlergehen. Also der Insel ging's gut. Die Holzverarbeitung lief so super, dass hier viele ihre Manufakturen aufgebaut haben, weil es das Beste vom Besten war. Das Beste! Und... Psst, selber psst. Gulchen, hey! Gulchen! Guten Abend, willkommen bei der Holzinsel. Das ist eine Insel komplett aus Holz. Eigentlich, das müsstet ihr wissen, sind alle Inseln aus Holz. Weil sonst würden sie ja untergehen, ne? So eine Steininsel, blub blub ist sie weg. Gab's bis jetzt nur eine einzige, die hieß Atlantis. Ja, wisst ihr ja, was draus geworden ist. Hallo? Geh auf, Mann! Ich kann da durch! So eine Scheiße. Warum will ich... Jetzt zu dem Holzfäller und fragt ihn, ob der einen Schlüssel hat. Oder ob ich kurz seine Axt kriege und die Tür damit in zwei schlage. Warum hat denn Helen gesagt, wir sehen uns dann zu Hause? Macht das Sinn? Warte mal, hat Helen überhaupt uns den Brief geschrieben? Und was zur Hölle wollen wir eigentlich mit der Flairgun? Also was Story betrifft, fühle ich mich hier gerade ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Leider. Muss ich bemängeln. Hallo?
Das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, war, es gibt einen Menschen namens Helen, der lieber die Flare Gun wegräumt, wenn ihm kalt wird. Und das ist die Stadt der Holzfäller hier. Nee, die Insel. Insel der Holzfäller. Die alle wahnsinnig geworden sind. Leave. Can't you see it's dark by now? Nee, ich hab ein Feuerzeug. What are you doing? Seek a hideout. Wer? Stop this. He will hear you. Wer denn? Baume, geh mal schwimmen. Kann ich machen, Maddie? Jetzt antworte mir doch mal in vernünftigen Sätzen. Du sprichst in Brezeln. Was soll das denn alles bedeuten? He will hear you. Horst der Holzfäller. Das ist ein Wehrholzfäller. Jede Nacht zum Vollmond wird er zum Holzfäller und hackt Holz. Eigentlich ist er Banker. Und er macht den Job auch gerne. Nur nachts bei Vollmond rennt er durch den Wald und fällt alle Bäume. Damit er den Mond besser sehen kann. Und eines Tages hat er genug Bäume gefällt, um sich eine große Leiter zu bauen, auf der er dann zum Mond klettert, um den Mond zu fällen. Es wird ein guter Tag, aber es ist noch so lange bis dahin. Und er muss noch jede Menge Holz sammeln. Aber nicht im Wald. Sein Lieblingsholz sind abgehackte Beine. I can't go on like that any longer. Warte mal, ich mach mal. Tor, Beste. Ja, genau. Ich bin damals mit Atlantis ins All geflogen. Da habe ich Stargate-Adresse von dem Planeten vergessen, wo es steht. Och, Reggie, schade. Wäre jetzt so schön gewesen. Ach, Knock Knock, stimmt, Maddie. Das war ein schönes Spiel. Baume, du bist albern, du Wehrholzfäller. Danke, Ivy. I can't go on like that any longer. It's become impossible to live here. People sell their land, lots for big money. Their landlords for big money. Change your mind and strike the deal. Anyway, the moment when you are reading this letter, Alice and I are all ready for any from here. Far away from here. Sorry. Ah ja, okay, also das Haus ist leer, die Leute haben es hier nicht mehr ausgehalten. Wahrscheinlich wegen den Zeugen Jehovas, die jetzt ständig hier klingeln. Ja, und Horst, dem heimlichen Holzfäller, dem Wehrholzfäller. Nicht wirklich, weil er Wehrholzfäller ist, sondern als Banker ist er einfach ein unangenehmer Mensch. Ich habe doch einen Schlüssel, sag mal, kann ich den nicht irgendwie benutzen? Wie zur Hölle mache ich mein Inventar auf? Habe ich ein Inventar? Oder benutzt diese Person, die wir spielen, von der wir nicht wissen, ob sie männlich oder weiblich ist, einfach alles automatisch, wenn sie es sieht? Was mache ich denn jetzt mit dem Schlüssel? Die Musik macht mich einigermaßen fertig. Huch! Hä? Mal guck. Noch ein Schlüssel. Notiz. Kann man hier irgendwie eine Alt-Taste drücken, dass man die Schrift besser lesen kann? Schade. They came again this time, with threats. I hope Helen did not see that. I don't know what to do, but I will never sell my land. Wie? Aber im Zimmer nebenan hieß es noch, ihr wärt weg. Ach so, die wollen das Land nicht verkaufen, sie wollen es einfach brach liegen lassen. Die behalten das, rennen weg und wollen hier niemanden mehr hinlassen. Wie komme ich denn jetzt an den Schlüssel ran? Schade. Ach, und das Feuerzeug habe ich wahrscheinlich nicht angemacht, sondern einfach aufgehoben, hä? Oh, die habe ich jetzt aufgekriegt. Lumberjack will return to the woods if only gets his missing boobs. Was? Hä? Warum ist da jetzt ein Zahnrad? Ist auch ein Zahnrad. Drück mal auf I, Baume. Stimmt, da habe ich noch nicht drauf gedrückt. Hecki, ich habe keine Ahnung, wie lange ich mache. Ich habe gerade eben erst angefangen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Baum, ich leg mich mal schlafen, schrei nicht so laut, ja? Corolium, einfach den Lautstärkeregler runterdrehen. Dann schrei ich nicht so. Missing Boots, nicht Boobs. Ich weiß. Wollte nur mal einen Witz machen. Einen Witz wollte ich mal machen in der Folge. Einen einzigen. Lumberjack will return to the woods if only he gets his missing boots. Boots! Lass ich jetzt die Tür offen und lass ihn kommen, oder was? Auf das er dann geht. Lumberjack, hol dir deine Stiefel und lass mich dann in Ruhe. Okay, gut, dann gehe ich jetzt raus und lass die Tür offen. In der Hoffnung, dass er reingeht, sich seine Schuhe holt und dann verstecke ich mich hier einfach. Können wir bitte das Zippo ausmachen? Das ganze Benzin verflüchtigt sich und verbrennt ganz kümmerlich. Und es bringt fast gar kein Licht, denn es ist Vollmond. Der Vollmond ist hell genug. Sehen und gesehen werden. Wir werden vor allen Dingen gesehen. Das ist überhaupt nicht gut, wenn hier ein Psychopath rumläuft. Finde ich nicht okay. Unser Mensch handelt irrational. Er hat den Tod verdient. I und J und K bringt übrigens auch nichts. Nur so zur Info. Ja, die Tür ist halt auch verschlossen, nicht? Geht er da jetzt rein? Oder wie, wann krieg ich denn das mit, dass der da drin war? The boots are made for walking. Baum ist verwirrt. Das stimmt sogar. Ich gehe nochmal eine Runde joggen. Wir kehren dann in absehbarer Zeit wieder zu dem Haus zurück, in der Hoffnung, dass der Holzfäller-Dude da jetzt reingegangen ist, sich seine Schuhe angezogen hat und dann aus unerklärlichen Gründen, die wir Normalsterbliche niemals verstehen können, weil das versteht man erst mit einer Holzhacker-Lizenz, dann da das Tor da drinnen aufgeschlossen hat und irgendwo anders hingegangen ist und wir ihm dann quasi hinterherlaufen. In der Hoffnung, dass wir diese Flare-Gun kriegen. Warum auch immer wir diese Flare-Gun haben wollen. Sorry, I could not wait for you any longer here as the nights are getting colder, so I took the Flare-Gun to the windmill. See you at home. Love, Helen. Dann steige ich doch einfach mal in mein Boot und fahre wieder nach Hause. Wie wäre es damit? Vielleicht ist das ja die Lösung. Oder ist mein Boot nicht mehr benutzbar? Das habe ich mir noch gar nicht so richtig angeschaut. Das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht ist in dem Boot ja was Wichtiges drin. Huch, ich kann nicht springen. Ich komme auch nicht ins Wasser. Das Boot ist definitiv nicht benutzbar. Es hat nämlich keine Paddel. Und einen Motor hat es auch nicht. Das ist sehr traurig. Ist schlecht vorbereitet. Vielleicht sind wir auch gar nicht mit dem Boot gekommen. Kann ja auch sein. Vielleicht sind wir ja gerade am Strand entstanden. Am Strand, meine ich doch. Einfach so, mit einem knatternden Furzgeräusch sind wir in die Welt geschlüpft. Oh, okay, du bist also der Holzfäller. Du solltest doch deine Schuhe holen gehen, während ich hier stiften gehe. Also so eine Art Slender, unterm Strich. Okay, dann nehme ich das Feuerzeug jetzt mal nicht mit, weil das bringt mir effektiv nichts, gar nichts. Damit wird es nicht heller, damit werde ich nur besser gesehen. So eine Scheiße. Motorboot fahren. Ja, mit den Boots, ne? Mit den Boots Motorboot fahren, Ivi. Berlin, wie lange ich der Motte noch gebe? Was? Bindst du doch an einen Faden. Ist bestimmt cool. Und dann immer so im Kreis. Okay. Unser Holzfäller-Dude ist hier die ganze Zeit ein- und ausspaziert. Er hat sich auch nicht wirklich von der Stelle bewegt. Hui. Ich dekoriere mal oben. Kann ich hier irgendwas hochholen? Ich sehe doch schon relativ wenig. Ne? Ich gehe nochmal in das Haus rein. Nee, also ohne Feuerzeug ist schon doof. Ist schon doof. Hat doch was gebracht. Wäre nur halt cool, wenn man es auch mal ausmachen könnte. Oh,
Oder wenn man es irgendwo hinlegt mit einem kleinen Keks dran. Und dann nimmt's der Holzfäller-Dude mit. Und dann sehen wir ihn schon von Weitem. Oder wir setzen uns einfach hier hin und chillen eine Runde. Können wir dich mitnehmen, Teddy? Nein. Also, da lag das Zippo. So, gucke ich mir noch einen Zettel an. Helen. Helen war hier. Okay. Gut zu wissen. Das ging aber schnell, oder? Ich habe den gesehen und da war er gleich an mir dran. Also, man muss echt Hölle aufpassen. Vielleicht sollte ich auch noch meine andere Lampe ausmachen. Oh, und ich zerfließ gerade wieder vor mir. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Wuhu. Holzdudelu. Interessiert sich nicht für uns. Dann renne ich mal wieder rüber ins Haus und hol mir den... scheiß Zaun. Hol mir den Schlüssel, den wir dort gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher, wozu der gut war, aber ich schätze mal, damit sind wir dann in das andere Haus reingekommen, wo wir den anderen Schlüssel gefunden haben, mit dem wir die Bootlade aufgemacht haben. Und so weiter. Ach so, hier, Artikel. Ja, Leute, Land, toll. Tolles Holz, tolles Land, tolle Leute. Bis auf einer. So, komischer Schlüssel, ne? Wir wissen ja nicht, wofür der ist. Und wir merken auch nicht, wenn wir ihn benutzen. Es geht dann halt nur einfach irgendwann irgendeine Tür auf, die wahrscheinlich vorher nicht aufging. Welche auch immer das sein mag. Okay, und überall streucht jederzeit unser Horst rum. Ist hier hinten noch eine Tür? Kriege ich die jetzt vielleicht auf? Von der guten Scheune? Nein. Oh! Eine Tür? Geht die Muster auf? Ich weiß nicht, ob ich auf irgendwelche Geräusche besonders achten muss. Ja, ob irgendwas verrät, dass der Horst in der Nähe ist. Es ist aber auch so dunkel, dass das echt schwierig zu erkennen ist. Die Maus bewegt sich so. Haben wir hier hinten noch was? Huhu. Liegt hier noch etwas rum. Vielleicht sollte ich auch mehr abseits der Wege laufen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Horst nicht auf den Wegen läuft. Dass er auf den Wegen läuft. Da hinten ist er. Oh, okay. Dann können wir ihn jetzt ein bisschen studieren. Läuft er den Weg entlang oder läuft er random durch die Gegend? Auf jeden Fall kommt er zu uns. Das ist nicht gut. Sieht er unser Feuer? Ich meine, er hat einen Sack auf dem Kopf. Eigentlich dürfte er so ziemlich gar nichts sehen. Also das, was eine Kartoffel sieht, kurz bevor sie verkauft wird. Wo ist er hin? Ist er irgendwo hinter dem Busch? Kommt er direkt auf uns zu? Nee, er läuft den Weg schon entlang. Okay, er läuft den Weg lang und er läuft anscheinend von Haus zu Haus. Ab und zu sehe ich mal noch seine Beine. Irgendwo da hinten ist er gerade. Und er läuft von Haustür zu Haustür. Also ist er wahrscheinlich der Zeuge Jehovas. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die nehmen keine Bänker. Aber gut, wenn man Wehrholzfäller ist, dann ist man ja eigentlich dann auch kein Bänker mehr, ne? Das war voll dämlich! Nicht entlang der Wege! Ist er hinter mir her? Nee, das ist nicht gut. Warum hab ich denn das gemacht? Ich will mich nicht rumdrehen gerade, weil... Denn, 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 denn. Ich renne zum Boot. Ich renne zum Teddy. Zum Teddy. Der Teddy. Der Teddy rettet mich, oder? Komm, Teddy. Rette mich, Teddy. Fucking hell, du solltest brennen, Mann. Das ist nicht gut. Okay, das kann noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier... Okay. Okay. Die Story ist mir mittlerweile Wumpe. Aber für mich ist es gerade eher so ein Rätselspiel geworden. Ich will wissen, was zur Hölle ich tun soll, damit wir hier fertig werden. Ich kann mir also an den Glocken spielen. Das ist schon mal gut zu wissen. Was grölt da so? Get it? Das war ich. Er läuft von Haus zu Haus, wie der Nikolaus. Läuft. Ja, ich dachte, der fliegt, Lisa. Ich dachte, der fliegt. Schau dem Typ doch nicht auf die Beine, oder hast du Beine-Neid?
bin schon ein bisschen neidisch. Ich selber habe keine, bin aber trotzdem recht flink unterwegs als fliegendes Feuerzeug. Warum auch immer der Holzfäller fliegende Feuerzeuge so abgrundtief hasst. Wahrscheinlich, weil sie seine Lieblingsbäume anzünden. Ja, das kann sein. Komme ich hier hoch? Kann ich hier raufklettern? Vielleicht bin ich ja hier vor ihm sicher. Aber ich glaube, wenn ich hier einfach hochlaufen kann, dann kann er das auch. Gut, okay, wisst ihr was? Ich mache hier erstmal einen Cut. Das reicht mir erstmal fürs Erste. Wir können uns also an den Glocken spielen. Das ist ja schon mal was Schönes. Wir haben diesen einen Schlüssel, wofür wir nicht wissen, wozu es gut ist. Ich werde auf jeden Fall ein paar Runs jetzt machen. Oh, guck mal, da kommt er. Seht ihr ihn? Da ist er. Der sieht mich nicht hier oben. Ganz weit oben. Auf dem Felsen. Mit dem Feuerzeug in der Hand. Nein. Das sieht er nicht. Hosti. Hosti, guck mal. Hosti, wo bist du hin? Da ist er. Du hast hier noch einen Baum vergessen, Junge. Hallo? Horst. Streifenhörstchen. Er juckt sich gar nicht für uns. Das ist ja schade. Aber wie lässig er hier langläuft, ja? Ich bin der Baumfäller Horst und ich wandle durch den Wald, weil mir das gefällt. Und weil ich keinen Kopf hab, trag ich ein Tuch auf meinem Hals stumpf. Lalala. Weg ist er. Der Vollmond. Der Vollmond ist definitiv schuld. Gut, okay. Dann so viel dazu. Nächste Folge. Ich schätze mal, wir müssen den Schlüssel finden, damit die Bude aufmacht. Ich rutsche langsam den Hang runter. Gut, dass das jetzt passiert erst. Schlüssel finden, die andere Tür aufmachen, die Schuhe holen. Was hat's mit der Glocke auf sich? Keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Finden wir unsere Beine noch? Vielleicht. Vielleicht, sobald wir eine Axt haben, werden wir ein paar Beine finden. Das ist lecker.